In der Debatte Dr. Jan-Marco Lutschep für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Diesen Satz, meine Damen und Herren, den kennt jeder. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung nach dem Heilmittelwerbegesetz. Jeder Werbung für Arzneimittel muss dieser Satz angefügt sein. Und dieser Satz macht eines deutlich, nämlich welches Vertrauen der Gesetzgeber, aber vor allen Dingen welches Vertrauen Patienten, Ärzten und Apothekern, aber auch anderen Gesundheitsberufen entgegenbringen. Und meine Damen und Herren, dieses Vertrauen, das ist auch gerechtfertigt. Denn wir haben nicht nur ein gutes Gesundheitssystem und hohe medizinische Standards, sondern wir haben vor allen Dingen Menschen, die gut ausgebildet sind, die integer sind und die sich oftmals mit größter persönlicher Hingabe und Aufopferungsbereitschaft ihrem Beruf zum Wohle von Kranken und Pflegebedürftigen widmen. Ich denke da an Ärzte, ich denke an Apotheker, aber ich denke vor allen Dingen auch an die Krankenschwestern im Krankenhaus, ich denke an den Pfleger. Diesen Menschen, denen sage ich Danke für ihren persönlichen Einsatz. Und umso schwerer, meine Damen und Herren, wiegt es dann, wenn Einzelne dieses Vertrauen der Patienten enttäuschen, wenn Einzelne sich bereichern, wenn sie sich Vorteile verschaffen, wenn sie sich also bestechen lassen und korrupt sind. Und meine Damen und Herren, Korruption, das ist ja bei Weitem nicht nur ein volkswirtschaftliches Problem, dass sich medizinische Leistungen verteuern, weil nicht mehr Qualität, nicht mehr Leistung, nicht mehr der Preis entscheidend sind, sondern die Höhe des korruptiven Anreizes. Das ist das eine. Das andere ist aber der einhergehende Vertrauensverlust damit von Patienten in die Integrität der heilberuflichen Entscheidung. Und wegen dieser gravierenden Folgen der Korruption sage ich es, braucht eine klare Ansage des Gesetzgebers, dass wir ein solches Verhalten nicht tolerieren, dass wir ein solches Verhalten, dass wir Korruption ächten und unter Strafe stellen. Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass die Verordnung eines Medikamentes oder die Empfehlung eines Krankenhauses allein aus medizinischen Gründen erfolgt und nicht, weil ein Arzt in irgendeiner Weise einen Vorteil davon hat. Und meine Damen und Herren, der Staatssekretär Lange hat es ausgeführt, bislang gab es in diesem Bereich Strafbarkeitslücken. Und mit diesem Gesetz, was wir Ihnen heute zur Abstimmung vorlegen, damit schließen wir diese Strafbarkeitslücken. Insofern sage ich, das ist ein guter Tag für Patienten, weil wir endlich ein gutes, ein wirksames Heilmittel gegen das Geschwür der Korruption bekommen. Korruption auf Rezept, das wird es zukünftig nicht mehr straflos geben. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Für uns war in den Verhandlungen vor allen Dingen wichtig, dass wir klar abgrenzen zwischen verbotener Korruption und zwischen der erlaubten, ja gewünschten Kooperation im Gesundheitswesen. Denn Kooperationen im Gesundheitswesen, das ist oftmals ganz, ganz wichtig für den medizinischen Fortschritt, für Innovation, für ein effektives Gesundheitswesen. Und das dient letztlich dem Wohle des Patienten. Und deswegen ist es auch nicht so, wenn eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form vergütet ist, dass das dann schon strafbar sein kann. Wir wollen nichts unter Strafe stellen, was den medizinischen Fortschritt dient. Und deswegen haben wir in der Gesetzesbegründung auch noch mal ausdrücklich klargestellt und verschiedene Kooperationsformen genannt, die wir selbstverständlich nicht inkriminieren wollen. Aber klar, meine Damen und Herren, ist auch, solche Kooperationsmodelle, das ist kein Freifahrtschein. Die Grenze der zulässigen Zusammenarbeit, die ist jedenfalls dann erreicht, wenn eine Unrechtsvereinbarung vorliegt oder wenn unangemessene Vorteile für eine konkrete Gegenleistung gezahlt werden. Hier gilt klares Ja zu Kooperation, aber ein genauso klares Nein zu Korruption, meine Damen und Herren. Wir haben in den parlamentarischen Beratungen im Kabinettsentwurf vor allen Dingen einen wichtigen Punkt verändert. Da hat der Staatssekretär Lenge schon gerade darauf hingewiesen. Wir haben die Tatbestandsalternative in 299a Absatz 1 Nummer 2 gestrichen. Worum ging es bei dieser Tatbestandsalternative? Mit dieser Tatbestandsalternative sollten Fallkonstellationen erfasst werden, die sich außerhalb des Wettbewerbs befinden. Die sollten auch strafrechtlich selbstverständlich erfasst werden. Diese Alternative, das war aber von Anfang an als Auffangtatbestand konstruiert. Im Referentenentwurf hieß es noch, wer in sonstiger Weise seine Berufsausübungspflichten verletzt, der sollte bestraft werden. Das war, meine Damen und Herren, nicht nur erkennbar zu unbestimmt, sondern das ging auch am Schutzzweck des Gesetzes vorbei. Denn damit hätte man unter Umständen die Situation gehabt,
dass ein Arzt etwa ein zu großes Praxisschild sich an die Tür gehangen hätte. Das ist nämlich auch nicht so ohne weiteres möglich. Das ist auch verboten. Das wäre schon ein Verstoß gegen Berufsausübungspflichten gewesen. Und das hat natürlich mit dem Vertrauen in die Integrität von heilberuflichen Entscheidungen rein gar nichts zu tun. Da gibt es kein korruptionsspezifisches Unrecht. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir verändern. Das ist dann auch verändert worden. Das ist dann auch verändert worden. Im Kabinettsentwurf hat man den Schutzzweck klarer herausgearbeitet, präziser herausgearbeitet. Nur solche Pflichtverstöße sollten einen Korruptionsvorwurf rechtfertigen, wo die Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit infrage gestellt war. Aber nun haben wir eine Anhörung gehabt im Rechtsausschuss. Und in dieser Anhörung ist hervorgekommen, dass es auch an dieser Formulierung erhebliche Zweifel gegeben hat, ob das Berufsrecht hinreichend präzise und konkret genug den Pflichtenkanon umschreibt, den Angehörige von Gesundheitsberufen einzuhalten haben. Und damit waren wir in dem Bereich, ob dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot Rechnung getragen wurde. Und diese Zweifel, meine Damen und Herren, die sind eben nicht von der Hand zu weisen. Für die konkrete Ausgestaltung des Berufsrechts, da sind die Länder zuständig. Das ist in unserem föderalen System nun mal so. Da können wir als Bundesgesetzgeber nicht die Reihen regieren. Und deswegen ist es dann auch so, dass das Recht der Heilberufe außerordentlich uneinheitlich ist und zersplittert ist. Und selbst da, meine Damen und Herren, wo das Berufsrecht sogar möglicherweise einheitlich identisch formuliert ist, selbst da gibt es Unterschiede, weil die Auslegung zum Teil sehr, sehr unterschiedlich ist, weil die jeweiligen Kammern dort für die Auslegung zuständig sind. Und die Folge wäre gewesen, dass wir hier einen Flickenteppich gehabt hätten. Unterschiedliche Strafbarkeiten, je nachdem, in welchem Bundesland man gewesen wäre. Da hätte also das Verhalten eines Arztes in Hessen möglicherweise erlaubt sein können. In Niedersachsen um die Ecke wäre es aber verboten und als Korruption strafbar gewesen. Und da haben wir als Union aus Gründen der Rechtssicherheit gesagt, das halten wir für problematisch, da müssen wir rangehen. Denn das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot, das ist keine Petitesse. Strafrecht ist immer Ultima Ratio und hat für den Betroffenen immer einschneidende wirtschaftliche und persönliche Konsequenzen. Deswegen haben wir überlegt, was passiert denn, wenn wir diese Berufspflichtalternative streichen? Und wissen Sie, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind? Es würde nichts passieren. Es entstehen keine Strafbarkeitslücken. Der Schutzzweck des Gesetzes ändert sich nicht, sondern der Schutz des Vertrauens der Patienten ist nach wie vor vollumfänglich gewährleistet. Das sage ich deswegen so deutlich, weil es andere Verlautbarungen gegeben hat von Kollegen aus der SPD, und die kann ich nur zurücklehnen. Das kann man nur sagen, bei Gesetzen, da ist es so wie bei Medikamenten, da muss man manchmal die Packungsbeilage, das Kleingedruckte lesen, dann versteht man auch, worum es geht. Denn tatsächlich ist es so, das wurde genannt, fast ausnahmslos alle Fälle werden von der ersten Tatbestandsalternative umfasst, weil kein Markt so umkämpft ist, so im Wettbewerb steht wie der Gesundheitsmarkt. Und deswegen haben wir auch noch mal ausdrücklich klargestellt, der Wettbewerb in diesem Zusammenhang, der ist weit zu verstehen, und deswegen gibt es quasi auch keine Monopolsituation. Es gibt quasi solche Monopolsituationen nicht, weil es immer eine Therapiealternative gibt, weil es immer andere Medikamente gibt, die man in diesem konkreten Fall auch einsetzen kann. Und deswegen ist es einfach so, dass wir immer eine zumindest potenzielle Wettbewerbssituation haben. Und damit sind wir klar im Anwendungsbereich der ersten Tatbestandsalternative. Und deswegen gibt es nochmal in der Abwägung verfassungsrechtliche Zweifel auf der einen Seite, keine Strafbarkeitslücken auf der anderen Seite, für uns die ganz klare Maßgabe. Deswegen haben wir das gestrichen, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen Sie jetzt wirklich, darf ich am Schluss definitiv sagen, Tatbestand, haben Zeit wir ist ausgelaufen. Unter dem Strich ein gutes und ausgewogenes Gesetz. Ein Gesetz, was Korruption klar unter Strafe stellt, Kooperation aber nicht behindert. Ein Gesetz, was das Vertrauen der Patienten schützt, bestehenden verfassungsrechtlichen Zweifeln Rechnung trägt, ohne dabei Strafbarkeitslücken zu schaffen. Und deswegen darf ich Sie bitten, stimmen Sie diesem Gesetz zu, damit Patienten auch weiterhin voller Vertrauen, uneingeschränkt zu Risiken und Nebenwirkungen ihren Arzt oder Apotheker fragen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Das war recht ausgeweitet, wenn ich das mal so eben sagen darf. Ich bitte die anderen, sich an die Redezeit zu halten. Die nächste Rednerin ist Renate.